alle zusammen. Wenn Kinder, sagen wir mal, zwischen 3 und 6 Jahre Computer spielen, dann ist das von vielen Eltern ja, verflucht bzw. mit schlechtem Gewissen Umgang mit PCs oder Tablets oder ähnliches. Hier habe ich ein Produkt, eine gute Kombination, wo der Fokus nicht auf dem Tablet, sondern auch auf die Bewegung liegt. Ja? Würde ich immer mal gern zeigen. Das heißt, zwischen verschiedenen Sprachen kann man jetzt natürlich auswählen, um die Sprache zu fördern. Ja, Vokabeln, Tiere und so weiter und so fort. Ja, sagen wir mal so easy. Und dann kann man das beispielsweise zu zweit spielen. Das heißt Eltern-Kind. Und hier sehen wir mal ein Hund. Da fehlt ein U. Und beispielsweise das Kind kriegt jetzt schon mal die ersten Punkte. Dann Nilpferd. E-E-E-E. Also der Papa ist da. Löwe, L, wo ist das L? Da ist das L, J, O und das K. Ja, und wie wir oben sehen, da kommen ja die Punkte, Z. Ich finde, das ist eine gute Kombination, damit die Kinder auch natürlich ja, haptisch sozusagen mit Buchstaben oder Objekte umgehen können und gleichzeitig auch Spaß haben, ja, zusammen. Und wie wir hier sehen, wer überhaupt die Punkte bekommen hat und wie das Ganze funktioniert, sind hier NFC-Tags da drin. Wenn ich das hier mal draufwerfe, dann erkennt sozusagen die Software, wer überhaupt die Punkte bekommen hat. Also ziemlich praktisch. Das Ganze, wie gesagt, es gibt ja mehrere Spiele. Es gibt ja mehrere Spiele, die man hier spielen kann. Hier sind noch ein paar, die ich nachher sozusagen sortieren könnte. So, und jetzt kann man verschiedene Spiele, die man auch vom Store herunterladen kann, ja, verschiedene Zielsetzungen, aber nicht nur Buchstaben oder Wörter, sondern das geht auch mit Zahlen. Und hier die Variante mit Zahlen, das heißt, ich kann Mathematik üben, ich kann auch andere Spiele, ja, wahrscheinlich, ja, Sudoku, wie man das hier sieht, ich kann Uno spielen und so weiter und so fort, also ziemlich viele nette Spiele und sagen wir mal, das Einfachste wäre das hier. Hier sehen wir mal die Zahlen, ja, das heißt, ich müsste jetzt Summe, Differenz und so weiter üben. Loading gerade. Dann schauen wir mal, welche Aufgabe jetzt uns erwartet. Ja, ebenfalls. Achso, es geht ja nur Englisch hier in diesem Fall. Coming soon. Und jetzt müsste ich dann entsprechend hier mal die Aufgabe verstehen. Ja, Level beispielsweise 1. Und dann 1 plus 1. Ja, ist ja klar. Wenn ich jetzt mal 3 nehme, schauen wir mal, was das System macht. Okay, Rückmeldung ist falsch. Auch ganz nett. Und wenn ich jetzt die 2, achso, der hat er schon eigentlich. Okay, so 1 plus 2 ist gleich 3. Habe ich die 3? Jo, habe ich die 3. Und sehe da, falls nichts. Also wie gesagt, pädagogisch gesehen gar nicht mal so schlecht. Und das gesamte Paket, das heißt Buchstaben, Kleinbuchstaben, ja, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, und Zahlen würde dann um die 190 Euro kosten.